Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Merzig, aus der Ausstellung von Villeroy & Boch. Neben mir steht Dr. Jörg Schwall, Geschäftsführer der Villeroy & Boch Fliesen GmbH. Hallo, Herr Dr. Schwall. Hallo, Herr Schanze. Ja, Sie haben uns ja jetzt hier gerade einen kleinen Überblick gegeben über Ihre neue Kollektion. Die ist sehr vielfältig, sehr bunt. Können Sie uns kurz sagen, was Sie dieses Jahr zeigen? Ja, also wir haben erstmal versucht, einen ausgeglichenen Anteil von Architektur, aber auch konsumigen Produkten zu präsentieren für den Endverbraucher. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben ein paar gute Eyecatcher dabei, haben aber auch gute Architekturserien dabei, um eben in den entsprechenden Segmenten, in denen wir uns aufhalten, da gut unterwegs zu sein. Wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir unser Portfolio insgesamt aufwerten. Also vor allen Dingen in den etwas höherwertigen Bereichen da etwas tun. Nicht zuletzt im Hintergrund sehen wir hier unser Flagship sozusagen mit Miracle Transom. Genau, Sie haben sich seit vielen Jahren mal wieder getraut, muss man fast sagen, eine Designerserie zu machen. Das gab es ja in früheren Jahren schon mal bei Villeroy & Boch mit Paloma Picasso und auch Wolfgang Job. Was hat Sie dazu bewogen, eine solche Serie wieder mit ins Programm zu nehmen, deren Design ja sehr polarisierend ist, auch für viele Leute? Ja, absolut. Also wir sind davon überzeugt, dass die Marke Villeroy & Boch eine solche Serie braucht, ja, um eben auch Emotionen auf das Gesamtsortiment auszustrahlen. Und nicht zuletzt sind wir auch sehr motiviert worden von unseren Kunden, auch in diese Richtung wieder zu denken. Und dazu kommt auch die Verbindung eben zur Kunst und zur Mode, die wir natürlich auch traditionsgemäß schon immer hatten. Und ja, da war das Thema geboren. Sie haben gerade schon erwähnt, den Handel, den Sie ja jetzt hier durch diese Ausstellung in mehreren Präsentationen durchgeführt haben, statt der Cersaie in Bologna, wo Sie ja dieses Jahr nicht teilgenommen haben. Wie war denn die Resonanz beim Handel auf diese Neuheiten? Also zuerst mal war die Resonanz für uns überraschend gut, ja, weil das war ja nicht jedes Jahr so, aber dieses Jahr war sie sehr gut, weil mehr oder weniger ausnahmslos alle Serien umarmt worden sind. Und das ist schon mal sehr positiv. Wir haben noch nicht alle Gespräche durch, aber die ersten Feedbacks sind vielversprechend. Und zum anderen, glaube ich, geht auch unser Konzept auf, dass wir jetzt vielleicht mal eine Periode eben nicht in Italien waren, sondern mehr zum Kunden gehen oder der Kunde hier direkt zu uns kommt und etwas einfach da diese Interaktion suchen, die hier natürlich viel, sag mal, intimer ist als auf so einer großen Messe. Die Leute, ihre Kunden, der Handel, fragt sich natürlich, inwieweit es Preiserhöhungen gibt oder schon gegeben hat. Ich glaube, Sie haben jetzt zum Jahresende schon eine Preiserhöhung durchgeführt. Das ist richtig. Also eine Preiserhöhung ist natürlich nur dann zu rechtfertigen, wenn es entsprechende Kostenerhöhungen in größerem Umfang gibt. Es ist tatsächlich so, dass gerade im September die Energiekosten in der Türkei extrem explodiert sind, mehr als 50%. Und das konnten wir dann auch nicht mehr absorbieren und mussten es in den Markt weitergeben. So haben wir also eine Preiserhöhung zum 15. November hier in Deutschland umgesetzt und haben dem Rechnung getragen. Okay, vielen Dank. Gerne.